Mai, oh Mai. Ah. Nee, in der Jahreszeit so viele Kuhblumen hier unterwegs. Guck dir das mal an. Ja, Löwenzahn, Maiblumen. Trotzdem haben wir November. Aber das ist so gut so, mein Lieber. Ansonsten ist ja November nass und kalt, kommt der Winter bald. Also dürfte der Winter noch gar nicht so schnell kommen. Ich zupfe mir jetzt eine Maiblume und esse die im November. Hm. Ja. Na, was heißt hier? Na, ja. Sima, du stehst hier auf der Anhöhe. Du kannst weit sehen. Ja. Kannst du sehen, sehen? Sehen sehe ich keine, aber ich sehe Pirnas Sonnenstein in der Sonne. Da hinten, und schau mal bitte in diese Richtung, da siehst du die höchste Erhebung von Dresden. Das ist der Triebenberg mit 383 Metern. Wunderbar die Aussicht von dieser unscheinbaren Stelle. Aha, von dieser scheinbar unscheinbaren Stelle. Da kannst du sehen, dort kann man Berge bergen. Ja, sehen sehe ich nicht. Sieh mal, was ist denn hier passiert? Naja, der Wind, das heilige Kind. Das himmlische Kind. Und warum? Weil wir hier am Windberg sind. Ja, na klar, das ist ein starker Berg. Der Windberg. Ja, und das war auch kürzlich ein starker Wind hier. Ja, viel Wind am Windberg. Stopp. Was, warum wollen wir denn hier halten? Wir sind auf der Autobahn hoch, wir müssen nach der Autobahnunterführung uns rechts halten. Da kann ich auch nichts davon halten. Na, da kannst du mal das bitte halten hier wenigstens. Rechts geht nicht, links kann ich das halten. Ja, das ist mir egal. Ich halte dann nichts mehr. Ich halte dann nichts mehr wenigstens. So. Ich halte nichts mehr. Ja. Ich halte nichts mehr. Und der Schnabel wird gehalten, jawohl. Komm, Sigrid, vortreten. Es geht weiter. Geh doch. Ich trete danach. Oh. Ich trete nach. Ja, gut. Und ich werde abtreten. Nun, was ist denn jetzt los? Sachsen hat wohl die Grenzen dicht gemacht. Du bist nicht ganz dicht, wenn du sowas annimmst. Sachsen nimmt weiter an. Ja, das ist eine gute Annahme. Schwitz, Rausch, Prima, wo bist du denn jetzt noch hin? Na, zum Koordinatenstellen. Ach, guck an, gibt's da was zu koordinieren? Deine Termine zum Beispiel. Das kann ich auch ohne Stein. Den will ich dir mal zeigen, den Koordinatenstein. Ach, lest doch selber, steht alles dran. Ach, wir sind gerade hier. Ich habe es nie gesehen. Ich bin nämlich rückwärts gelaufen beim Film. Ja, dann guck mal, die im Koordinatenstein gegenüber siehst du den großen Schneeberg bei der Chien. Die höchste Erhebung des höchsten Böhmischen Schwein. Sieh mal, guck nach unten. Hier musst du aufpassen. Es lauern die Gefahren. Hier oben kommen die Autos gefahren. Ach ja. Wieder so, hier bleiben wir mal stehen. Hier können wir mal was machen. Wieso machen? Wir müssen hier nicht machen. Andere haben hier schon gemacht. Ich meine, ein schönes Foto machen oder so. In Witt, hier kannst du mir auch mal dieses Mikrofon unter die Nase halten. Hier bietet es sich doch an in dieser herrlichen Umgebung. Na gut, das machen wir dann. Ja, apropos machen, was kann man denn noch so machen hier in der Sächsischen Schweiz? Aus Steinen, die im Wege liegen, kannst du machen. Zum Beispiel. Ah, haben auch schon viele gemacht hier. Aber das haben wir nicht. Guten Abend. Ja, hallo. Dieter, wusstest du schon, dass es auch in der Sächsischen Schweiz schon KIs gibt? KIs? Ich bin aus dem Erzgebirge. Ja. Ich weiß nicht, was es heißt. Ich zeig dir mal hier ein KI. Ich werde mal begrüßen.
Hallo. Ja, dir hochkommen zu mir. KI. Vorhin gerade auf und am Klettersteig und jetzt? Am Bahnsteig. Ja, und hier? Hier warten wir auf den Endzug. Endzug oder Entzug? Naja, eben. Na, das war das da. Endzug ja, oder Entzug? Schon gesagt. Aber jetzt? Komm jetzt, hier kommt der Zug, den können wir nie fahren lassen. Hier brauchst du nie weiter zu suchen, hier sind keine Toiletten. Im Zug sind Toiletten. Im Zug, ja, dort kannst du ihn fahren lassen. Ja, der kannst du ihn fahren lassen. Den Zug können wir aber nie fahren lassen. Sima, was hast du denn mit deiner Nase gemacht? Die ist ja total verschrammt. Bist du da drauf gefallen oder hast du die irgendwo wieder reingesteckt? Ich habe meine Nase übrigens reingesteckt. Da ist was draufgefallen. Und zwar von hier oben. Hier, der ganze Stapel mit solchen Flyern hier. Oh, hier zum Beispiel. Das hier. Und darum sind es ja Flyer. Die fliegen. Die können auch auf die Nase fliegen. Ja. Sima, was machst du denn jetzt schon wieder? Rammelst hier schon wieder zwischen den Steinen rum. Ja, und? Reicht es dir nicht? Du bist doch offensichtlich schon auf die Nase gefallen. Wenn du das hier meinst, dann bin ich nicht auf die Nase gefallen. Auf die Nase war das anders. Mir ist etwas auf die Nase gefallen. Mir ist es nicht auf die Füße gefallen, sondern auf die Nase gefallen. Erzähl nicht massenhaft so einen Unsinn. Ach so. Sei ein bisschen maßvoll. Maßvoll? Redest du jetzt von Heiko Maas schon wieder? Oh Gott, komm jetzt endlich, dass wir eintauchen können. Halt! Renn mal nicht so, ich will aber nie eintauchen, das ist mir alles viel zu nass. Aber doch nicht ins Wasser eintauchen, in den Wald eintauchen. Da ist kein Wasser, da ist es trocken, das geht nicht um Wasser einlassen, das geht auf die Tour einlassen. Aha, eintauchen in den Wald. Und wenn ich die vielen Bäume dort sehe, dann muss ich auch Wasser lassen. Das kannst du auch. So, Landschaft. Ja, ist das interessant, der Zirkelstein? Ach, das ist der Zirkelstein? Ja, sieht doch so aus, oder? Ja, da ist jemand da oben sogar. Ja. Und wer ist da oben? Was willst du wissen, wer da oben ist? Klar. Na, du kannst doch ranzoomen und dann mach das doch mal. Na gut. Aha, und sogar eine Zeitreisende. Das ist doch im Sommer. Du bist durch die Zeit gereist mit der Kamera. Ja, das gibt's. Das geht mit einer App. Aha. Zeit-App. Ja, Entschuldigung. Na, ebenso. Sigrid, was ist denn los? Warum trödelst du nur so? Ich stelle mich bloß schon ein auf den Trödelmarkt. Sigrid, auf diesem Grund, aus diesem Grund meine Frage, vor welchem weißen Grund stehst du denn? Wo sind wir überhaupt hier? Ja, um diese Jahreszeit, da müsste das eigentlich der Neustädter Weihnachtsmarkt sein. Da steht Augustusmarkt, alles gleiche, weiße Buden. Schau, das ist der Weihnachtsbaum. So, dann gucken wir mal, was so angeboten wird hinter den oder in den weißen Buden, die alle gleich sind. Da gibt es die große Weisheit halt. Aha. Reicht. Oder willst du noch mehr sehen? Ja, ich will sehen, was man hier alles in die Tonne kloppen kann. Komm, hier ist was zum Unterstellen. Es regnet auch. Ah, das ist auch eine Unterstellung dann, ne? Was unterstellen denn die uns hier pausenlos? 29.11.2017. Mann, oh Mann, hier ist ja was los in Dresden. Was ist denn da los? Die Eröffnung des 583. Striezelmarktes. Aha, und was hast du zum Outfit zu sagen, dieses Marktes? Ja, Worte sind genug gewechselt. Goethe.
Schau an, hier ist also der alte. Der alte mittelalterliche Weihnachtsmarkt. Ja, und hier ist die alte. So eine Sonnenstallhofanlage. Mit ganz neuem Digitalschnee. Ja. Schau, Dieter. Dresden im Erzgebirge. Im Erzgebirgsfieber. Eine Pyramide. Oh, wenn ich diese. Ich bin so müde. Du hast doch nicht mal Glühwein getrunken. Da habe ich Glühwein getrunken. Wie Glühwein? Aber ihr könnt euch mal zu sehen holen, weil ihr sitzt so.